Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Heute geht es auf Hasen. Wie im letzten Video auch schon angekündigt, marschieren wir gleich die gleiche Strecke wie beim letzten Mal, wo wir auf Elch waren und so wahnsinnig viele Spots gesehen haben, randvoll mit Hasen. Und da gehen wir jetzt nochmal hin und versuchen unser Glück auf Hasen. Also legen wir los. Ab geht es. Richtung anpeilen. Heißt also hier oben an der Böschung hier, an der Kante entlang. Hier geht es ja so steil runter in Richtung Wasser. Und wir machen uns schön da oben so eine kleine Kurve hier entlang und gehen dann bis hier entlang hoch. Stück für Stück. Da waren jede Menge Hasenspots. Ich latsche einfach mal los. Ausgerüstet habe ich im Moment noch gar nicht so viel. Ich habe ein Zelt mitgenommen. Wenn wir eine gute Location haben, dann stelle ich das Zelt auf. Die Hasen sind zwar relativ schreckhaft, aber sie kommen natürlich auch relativ schnell wieder zurück zu ihrem Spot, wo sie da gerne chillen. Und das machen wir uns einfach zunutze, stellen dann da in der Nähe ein Zelt auf, vielleicht sogar noch so einen Hochsitz, dass wir von oben ins hohe Gras hier reingucken können und versuchen dann mit der passenden Munition auf Hasen zu gehen. Na, guck mal da, da bin ich gar nicht weit gelaufen. Und dann haben wir hier schon die erste Area, vermutlich auch schon Hasen-Area, wobei... Nee, wenn ich da die Losung sehe, das ist doch nicht Hase, oder? Doch, Präriehase, tatsächlich. Warnruf Schwarzbär, steht genau in meinem Mief, apropos Mief. Den neutralisieren wir mal eben. So. Ja, und da müssen wir natürlich... schauen. Ich bin doch schon gewillt, heute auch einfach auf alles zu gehen. Deswegen hatte ich jetzt auch hier die 308 als erstes dabei. Und nicht als erstes die Kaliber 22 jetzt für die Wanderung. Das heißt auch irgendwelche... Bären oder so nehme ich gerne heute alles mit. Beim letzten Mal waren wir ja spezialisiert auf Elch. 0 Uhr bis 4 Uhr. Ich habe gerade noch gepennt, aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Gerade noch gepennt. Wir haben jetzt gerade ungefähr 6 Uhr. 0 Uhr bis 4 Uhr. Auch nicht schlecht. Also, die sind gerade weg. Sehr alt. Ein Stündchen ungefähr sind die schon weg. Ja. 0 bis 4, 0 bis 4, 0 bis 4. Sehr gut, aber. Tja, das ist natürlich ein Ding, ne? Da verfolgt man hier eine Gang Hasen und dann trifft man hier auf Roosevelt War Pity, Alter. Und zwar Männchen Stufe 2 bis 4. Die hatte ich ja gar nicht auf dem Plan und auch gar nicht jetzt die passende Muni wirklich dabei. Naja, ich sag mal so einigermaßen... Die Sarsa 308. Tja, und direkt neben mir auch noch ein paar Elche. Das ist natürlich wieder wild hier. Das ist wild. Beim letzten Mal rennt sie hier rum, alles voller Hasen. Dieses Mal renne ich hier rum, alles voller Hirsche, Roosevelt War Pity und Elche. Hammerhart, Alter. Guck dir das an. Hallo Elch. Wahnsinn, ey. Da hinten sind sie. Dreier und da ist ein Vierer dabei. Auf, da ist noch jemand. Auf 300 noch was Meter. Und sie brunften zurück. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir sie doch noch gebremst. Zack, guck mal da. Fressend. Okay, und da auch. Das ist der Vierer. Und da haben wir ihn auch auf 350 Meter. Okay, jetzt haben wir doch ein Ziel. Da sind sie.
Sehr gut. Das ist ja der Hammer. Und auch noch ein Elch. Zweier, Vierer. Der Vierer ist natürlich interessant. Er steht gerade mit dem Arsch zu uns. Auf 190 Meter ist der Hammer, ey. Da kann man mal sehen. Ich brunfte denen die ganze Zeit hinterher. Und die denken nur ans Fressen. Fressen vor Brunften. So sieht das aus, ey. Dreier, Zweier, Vierer. Okay, den müssen wir natürlich dann auch noch passend kriegen. Dreier, Zweier, Dreier, Zweier, Vierer. Krass. Krass, krass, krass. 180. Ach du Schande. Noch ein Dreier. Ne, dich können wir gerade nicht gebrauchen hier. Ziemlich wild mal wieder hier. Ziemlich wild. Schwarzwedel. So, ich tröte mal ein bisschen. Komplett unbeeindruckt. Komplett unbeeindruckt. Der Wind ist soweit okay. Ich müsste mehr von der Seite hier kommen, ne? Aber da stehen die Büsche im Weg. Wahrscheinlich dreht er sich auch gleich nochmal. Na guck mal, nach dem dritten Mal callen, rennen sie auf einmal los. Ist das der Hammer? Nach dem dritten Mal callen. Wir wollen ihn hier auf 150 Meter gleich genullt. Wir haben keine Idealwaffe, also wir sind genau am Limit. Bis zu einer 8er Klasse können wir schießen. Das heißt, wir verwenden jetzt hier den Ballermann auf 150 Meter. Ist es der richtige? Ist es. 4 bis 8. Hier ist er. Wenn er gleich hochkommt, 150 sind wir genullt. Dann versuchen wir, das Herz zu treffen. Das wäre ideal. Angenehmer wäre natürlich, wenn wir durch die Lungen schießen könnten. Aber die kommen jetzt gerade so gezielt auf uns zu. Nee, nicht hier die Kleinen. Den Großen hier wollen wir. Oh, ich muss mal in Deckung gehen. Schnell in Deckung. Komm, gib mir Tarnung. Okay, komplett getarnt. Da ist er. Nein, ist er nicht. Das da hinten. Das ist er, der Vierer. Okay. Das war gar nicht geplant. Aber ich habe mir spontan überlegt, ja warte mal, ich habe ja noch ein paar Schuss. Da ist der Vierer. Das ist nicht gut. Ein anderer liegt da. Ja, das ist das, was ich beim letzten Mal schon sagte. Eigentlich bin ich ja ein Fan davon, nur einen Schuss zu haben. Denn ideal ist das ja eigentlich nicht, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Das ist er nicht. Ist das der Anschuss? Das ist er auch nicht. Was aber nicht schlecht ist. Das heißt, wir haben damit noch zwei weitere sehr gute Anschüsse. Und hier den ersten mit einer Silberwertung. Was nicht so schlecht ist. Roosevelt war Pity. Bisschen klein. Ja, Silberwertung, genau das Herz getroffen, perfekt, auf 104 Meter, schmeckt aber, mitgenommen. So, dann müssen wir jetzt natürlich schauen, wo liegen die beiden anderen Kandidaten, beziehungsweise
zwei oder drei Kandidaten. Gucken wir mal, was da noch liegt. Und hier liegt der nächste Kandidat. Das sieht aber nach einem großen Geweih aus, Alten. Ei, 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 ei. Ist das der Vierer? Bäm, Alter. Goldwertung. Rose Wildwire Pity, Alten. Einfach krass, oder? Einfach krass. Rose Wildwire Pity, Alter, ist doch der Inbegriff von stattlich erhabenem Hirsch. Gerade auch mit dem schwarzen Kopf und so. Pah, Alter. Krass. Ich meine, Rothirsch ist ja auch nicht schlecht. Aber ich finde so ein Rose Wildwire Pity einfach vom Geweih her noch mal geiler. Sehr, sehr nice. Mega. Goldwertung mit 298,7. Ei, ei, ei. Diamant ist 380. Okay, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber das sieht schon mega gut aus. Schmeckt. Knappe 100 Meter. Getroffen. Ja, das war ja, am Herz vorbei. Hat sich auch so angefühlt. Bisschen weit links. Das war der erste Schuss. Aber passte. Ab in die Lunge. Mitgenommen. Dann lief hier gerade eben noch ein, da hinten liegt noch einer, ein Zweier und noch ein Dreier vorbei. Ich glaube, das ist eher ein Dreier hier. Das ist Silberwertung, Dreier, ein bisschen verknörgeltes Geweih, aber auch ihn hier sehr gut, 93 Meter, auch die Lunge mitgenommen frontal, passt auch. Also da muss ich wirklich sagen, auch wenn es von der 308 das Maximum an Tierklasse ist, also eine Achter, auch sehr, sehr nice. Trotz allem gut durchschlagen. Bis in die Lunge rein. Hat auch ganz gut gepasst. Nicht verkehrt, ey. Ich hatte echt ein bisschen Sorgen, ob das noch gut funktioniert. Aber da bietet die 308 doch genug Durchschlagskraft. Und das war jetzt hier gerade nochmal ein Zweier. Der kam jetzt gerade auf dem Rückweg. Kam er nochmal vorbei. Und dem habe ich zweimal, ja. Weil der erste... Der sah zu weit hinten aus, genau. Und der zweite, ja gut, durch den Knochen auf dem Weg zum Herz. Leider dann doch nicht mehr getroffen, schade. Aber das war doch schon mal nicht schlecht. Auch hier der zweite, der Zweier. Bronzewertung auch nochmal. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Ja, im Vorbeirennen. Wow. Okay, das war so nicht geplant. Nichtsdestotrotz. Suchen wir uns jetzt noch mal ein bisschen was Kleines. Ich hätte echt viel mehr Bock drauf auf Hasen oder auf Enten, hatten wir ja gesagt. Aber bei solchen Chancen, die sind halt auch nicht immer da. Deswegen ist es halt immer praktisch, wenn man doch noch einen anderen Ballermann dabei hat. Denn wenn da so ein Diamond oder halt in dem Fall jetzt ein Gold auf der Wiese steht, dann nimmt man den noch am besten mit. Alter, da steht der nächste Gold auf der Wiese. Du kannst es dir nicht ausdenken. Hier gerade noch die Elche. Ich ziehe ein bisschen weiter. Da steht wirklich der nächste. Stufe 4. Wir müssen mal eben aimen. Auf 330 Meter. Auch da würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen näher dran. So, ich bin den kleinen Bogen gelaufen. Jetzt sind wir hier auf so einer leichten Anhöhe. Und irgendwo, genau, da waren die beiden Elche. Und da kommt er schon. Perfekt. Auch da wieder auf 150 Meter. Jetzt müssen wir gucken, dass wir... Hoppala, was macht er? Ja, so ein Schritt nach vorne ist nicht schlecht. Wobei, ja, jetzt wäre gut. Wir bleiben auch hier stehen. 150 Meter sind wir genullt. Nehme ich die Lunge. Ich nehme das Herz. Und das war das Herz. Ja, wie wir es bei den letzten Malen gesagt haben und wie es beim letzten Mal auch schon aufgefallen ist. Das heißt, wenn die
so weit nach vorne sich gebeugt haben, drückt sich der Brustkorb sehr weit nach unten und dann ist da vorne, also in diesem vorderen Bereich oder im unteren Bereich, das Herz. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob man das gut sieht. Da ist er wieder. Zack, die nächste Goldwertung. Yes. Nice, ey. Sehr, sehr nice. Da sieht man es nochmal, ne? Was für ein krasses Geweih, ey. Was für ein krasses Geweih. Mega geil. Wie gesagt, ist mein Favorite Roosevelt bei Pity Alden mega geil. Genau mein Ding. So. Oh, es war nicht das Herz. Oder doch? Doch, Herz auch noch mitgenommen. Krass. Wahrscheinlich ganz knapp mitgenommen. 306 Points von 380 plus möglichen. Also auf 150 Meter passt. OMG. Da ist sie. Die Hasengang. Auf entspannten 80 Meter. Hammer. Endlich. Da sind sie, die Hasen. Guck mal, da ist ein Zweier sogar. Den wollen wir natürlich als erstes hier haben. Auf 80 Meter. Ja, nice. Also, versuchen wir unser Glück. Fangen wir auch direkt an hier. Gar nicht lange rumzucken und warten. Und ich versuche, mehrere gleichzeitig zu treffen. Da hinten ist noch ein Männchen. Also. Oh, warte mal, ist da noch einer? Auch in Stufe 1 Männchen. Okay. Aber den Zweier wollen wir halt als erstes. Puh, dann mal los. Das war natürlich dankbar. Das war natürlich dankbar, dass er da gegen den Stein gerannt ist. Und nach wie vor den Sound der Waffe, ne? Finde ich mega gut. Es ist ähnlich wie so ein Luftgewehr, fast einfach nur dieses Dunk. Dieses Klackern einfach mit dabei. Mega cool. Sehr, sehr, sehr cool. Und ich finde gerade für sowas eben, für Enten, für Hasen, sind die Sarsa oder ist die Sarsa Kaliber 22 mega gut, ey. Kaum irgendwie Rückschlag oder so. Tipptopp. Da ist er. Bronzewertung. Das war der Flüchtende, der nicht wegkam an den Stein. Mitgenommen. Was haben wir hier? Silberwertung. Weibchen. Ja, direkt von der Seite mitgenommen. Den Hoppelhasen. Next. Sehr nice. Nächstes Level. Dann haben wir hier Männchen, Klasse 1. Das war das der? Schwierigkeit 2, das war der, den ich als erstes geschossen habe, ja. Das war er. 4,8 ist Goldwertung, okay. Da müssen wir noch auf ein paar dickere warten und hoffen. Immerhin. Und direkt dahinter im Jump noch hinten den Anus weggeballert. Ei, 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 ei. Auch nicht schlecht. Auch noch mitgenommen. Also 4 Stück. Passt. Ist natürlich sehr, sehr dankbar, wenn die dann so eng auf dem Haufen sind. Bei solchen Situationen lohnt es sich natürlich dann auch immer mit dem Schrot, wenn man die Möglichkeit hat. Auch das kann man wirklich versuchen zu optimieren, wenn man weiß, okay, man hat eine gewisse Streuung mit dem Schrot, dann vielleicht einen Winkel finden, wo man in dieser Streuung vielleicht mehrere auf einem Fleck dann sieht. Das klappt auch ab und zu ganz gut, auch übrigens mit den Enten oder Gänsen. Wenn die dicht auf dem Haufen sitzen, dann da mit dem Schrot rein. Ja, nee, also Weißwedel und so, die lassen wir jetzt heute weg, es sei denn, die sind gleich fantastisch. Jetzt geht's im Idealfall vielleicht dann doch nochmal auf Enten. Das nächste Mal drohendes Klopfen hier ganz in der Nähe. Nice, nice, nice.
Wir nehmen gerne noch ein paar schöne saftige Hasen mit. Und da hinten hoppeln sie weg. Stufe 2. Und da ist noch einer. Auch Stufe 2. Diese Area ist einfach zu wild. Diese Area ist einfach zu wild. Hammerhart, ey. Da überrennen ein die Hasen hier, ey. Abgefahren, ey. Was wirklich wichtig ist, wenn man so eine Area hat bei den Hasen, echt einfach mal eine Zeit lang ein bisschen rumschleichen. Und ja, wie ihr seht, man wird echt über den Haufen gerannt, ne? Und vor allem, wie viele Spots hier überall sind, ne? Also, wenn ihr Bock habt auf Hasen und Roosevelt Rapidi, hier einfach dieser Seitenarm, Layton Lake, oben links. Einfach wild, ey. Zack! Mitgenommen. Im vollen Run. Pfui! Alter! Karnickel-Fangschlag. Ja, ich habe es jetzt sogar eine ganze Zeit hier am Stockenden-Spot probiert. Leider erfolglos. Es mistet sich hier auch gerade übelst ein. Ich würde sagen, auf Stockenden gehen wir demnächst nochmal schön gezielt. Dann vielleicht sogar mit der Flinte. Das wäre doch mal wieder richtig schön. Ganz entspannt mit der Flinte, mit dem Schrot, Stockenden und alles, was es so rumkreucht und fleucht. Vielleicht nehmen wir dafür einfach mal unsere schöne Pumpgun von der Mexico Map. Das wäre doch mal wieder was. Bis zum nächsten Mal. Weidmanns Heil, wenn das Ganze gefallen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.